Ich habe keine Lust, Dark Souls zu spielen. Nicht jedes Kackspiel muss Dark Souls sein. Toll, jetzt sind die Gegner wieder da. Ja, ja. Oh, what there? Ich hau dich in Stücke. Und Blut habe ich natürlich auch verloren. Best one of them own, sir. Watch yourselves. There's one of them. Bloody monster! Und die Ausdauer geht mir auch auf den Kack. Hallo. Ja klar, ich denke mir auch mitten im Kampf. Ich kann nicht mehr schlagen. Oh, mein Arm ist so schwer. Wenn es um Leben und Tod geht. Sehr realistisches Spiel. Halt dich bitte erstmal voll. Dass die Gegner auferstehen und man selbst trotzdem den Malus hat, das ist einfach Kacke. Ich kann es eigentlich jetzt schon wieder vergessen, mich dahin zu bewegen. Was habe ich jetzt davon? Nichts. Dann lässt noch nicht mal was Vernünftiges für mich fallen. Jetzt muss ich mein ganzes Blut dafür ausgeben, mich wieder zu heilen. Finde ich super. Das ist ja super. Oh. Weil man ja so leicht an Blut kommt. This is despicable. I have this thirst for blood. Ich würde sagen, wir versuchen noch einmal diesen Flammenwerfer-Typi. Und danach beende ich die Folge. Und je nachdem versuche ich es halt einfach off-screen weiter zu schaffen.
This is despicable. Hey! Du sollst eigentlich eine andere Attacke machen? Klar, und durch Holz durch natürlich. Und kommt der Scheiß, aber ich nicht. Kannst du sterben, du Arsch? Schieß! Heil dich! Bisschen schneller. Das sind einfach zu viele Gegner. Neben dem Flammenwerfer-Typ noch. Nein. Weg, weg, weg! Ja, auf Leben und Tod. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ganz klar. Manchmal ist das aber auch zeitverzögert, dass irgendein Attacker einsetzt. Nicht zu viel wollen, nicht zu viel wollen. Ist er das? Du bist der Nächste, mein Lieber. Du bist der Nächste. Okay, was ist jetzt? Nee, ganz ehrlich. Oh, wie nervig war das denn bitte? The wounds on this corpse are deep, the result of rabid rage.
If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Nee, dann war die Fähigkeit definitiv besser. Die Fähigkeit mit dem Anspringen und vor allem die mit dem Gerinnung. Dass sich der Gegner nicht mehr bewegen kann. Ich hoffe nur, dass jetzt irgendwie gespeichert wird. Finde ich hier noch irgendwas? Nicht. Okay. Okay. Geschafft. Immerhin Fortschritt. Und es waren jetzt doch nur zwei Anläufe mit den neuen Fähigkeiten. Das erkennen wir bestimmt schon. Möchten Sie mehr wissen? Verteidigen Sie unser aller Freiheit. Treten Sie der königlichen Flotte bei. Möchten Sie mehr wissen? Fragen Sie beim nächsten Rekrutierungsbüro nach. Und das klingt, als würde hier irgendwo ein Zombie-Vampir wüten. Die nächste Hauptquest. Ich weiß gerade nicht, wie die nächste Hauptquest sein soll. Na, da unten sind erstmal Zombies. Und so gehen wir erstmal oben entlang. Zur Kiste. Okay, hier kommt man nicht rein. Das heißt, hier komme ich gar nicht entlang. Okay. Doof. So muss ich hier unten entlang. Hier hätte ich jetzt tatsächlich gerne meine Fähigkeit wieder unsichtbar machen. Ausdauer! Auch so doof. Ich schnetzle ja die Vampir-Zombies nieder und die Bruderschaft greift mich trotzdem an. Wir müssten doch eigentlich sehen, dass ich da dabei bin, gegen die anderen zu kämpfen. Ich steppe away. It's one of them. Hier ist niemand von denen, du Kanalratze. Hallo. Ah.
das eigentlich Gift? Warum macht Gift uns überhaupt Schaden? Eigentlich müssten Vampire nicht mal atmen. Das ist ein bisschen unlogisch. Nun ja, zumindest haben wir gewonnen, können wir weitergehen. Die neuen Fähigkeiten machen uns im Kampf stärker. Aber so außerhalb des Kampfes, würde ich sagen, schwächen sie uns eher, weil wir uns halt nicht unsichtbar machen können und so nicht an Gefahren vorbeikommen. Oh, kann hier B. Oh, zu wenig Blut. Alles klar. Ich wollte nur fragen, warum kann ich hier ein Bier nicht dran sitzen? Hat sich geklärt, die Frage. Warum ist dieses Gebiet so unfassbar verseucht? Würde man jetzt annehmen, die Vampire Seuche? Käme von außerhalb, würde das Sinn ergeben, da es die Docks sind und da die Docks dann halt am ehesten noch infiziert werden. Wenn sie ja Anlaufstelle ist, aber ergibt nicht wirklich Sinn. Wenn es nur eine, also wenn es eine normale vampirische Vampirheit halt ist. Das ist ja keine Seuche. Also wird sie auch nicht von irgendwo außerhalb eingeschleppt. Ja, ich bin gerade ein bisschen gnadenloser, weil mir jetzt gerade alles ein bisschen auf den Zeiger geht. Weil das Spiel ja eigentlich mit so wenig Verlusten wie möglich durchspielen. Schreit hier irgendwo ein Baby? Klingt wenig, als würde hier ein Baby schreien. So verstörend. Oh oh. Der hat mich doch gesehen, da kam doch der Sound. Dieses tiefe Krollen. Best turn around if I were you. Hm? I said stay away, sir. Ja, ja. Stupid! Die! Ihr seid halt auch so eine Seuche. Sich nur mal in Ruhe umschauen und wird direkt wieder angepisst. Okay, das Knarzen klang jetzt gerade schon ein bisschen gruselig.
kurz heilen. Gut. Wo bin ich? Hier. Ich würde jetzt gerne an irgendeine Stelle kommen, wo nochmal gespeichert wird. Garantiert nochmal gespeichert wird. Ich möchte diesen Kampf einfach sehr ungern noch einmal machen müssen. War schon so eine kleine Tortur. Da ist noch ein Schränkchen. Best run among Hansa. Ja. Sehe ich genauso. Okay, vielleicht nehme ich doch mal meine andere Fähigkeit raus. Ersetze mir mal kurz den Sprung wieder durch meine Schattenmagie. Okay, den kann ich nicht direkt einsetzen. Ich muss jetzt erst ein bisschen warten. Warum auch immer. Okay, noch 30 Sekunden. Wir patrouillieren auch noch zu zweit da draußen. Eins, go. Not a safe place right now, so watch out, boys! Wieso hat er mich gesehen? I shall fear no evil. Dieser komische Kruzifix-Ständer rein. Warum sieht er mich? Warum sind hier so viele? Er wollte mich doch voll flatzen hier in diesem Bereich. Und jetzt will ich natürlich meinen Sprung nicht einstecken. Murderous bastard! Wow. Away with the Magier? Ich schätze ihn jetzt einfach mal so ein bisschen als Magier ein. Dann hat er zwar einen starken Angriff, aber keine starke Verteidigung. Ich will doch nur irgendwo hin, wo ich sicher weiß, dass gespeichert wird. Eigentlich müsste ich in die Richtung laufen und das Tor öffnen. Darüber, ja. Dann käme ich nämlich deutlich leichter hier rein. Muss garantiert nicht mehr gegen den Flammenwerfermann kämpfen. So suchen wir das Tor. Keep out. Hier ist ein Tor. Gleich. Gut, das Plakat kennen wir schon. Wussten Sie nicht, es bringt andere Menschen um. Oder muss ich doch hier entlang? Das ist die Notgrundunterkunft. Okay, hier muss ich nicht entlang. Geh ich mal hier runter. Das ist auch die Notunterkunft.
Ich möchte nicht mit der Quest weitermachen. Ich wollte eigentlich nur das Tor öffnen. Gut, aber um ans Tor zu kommen, muss ich wohl durch die Notunterkunft. Ja, ich rede hier auch erstmal mit niemandem, weil ich nur das Tor öffnen möchte. Und nicht irgendwie die Quest auslösen. Ich möchte durch das Tor und in meine Unterkunft und weiß dann, dass da gespeichert wird. Nö. Ich komme nicht in meinen Bereich, ohne an ihm vorbeizugehen. Toll. Nichts von alledem. Okay. Wir sind durch. Wir können da jetzt jederzeit wieder hin. Und können jetzt in unsere Unterkunft. Und ich kann die Folge beenden. Die war nämlich jetzt auch schon lang genug. Ich leg mich aber nicht schlafen. Okay. Wie gesagt, Folge wird zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dann. Tschüss.